Seit 10 Jahren ist jetzt der historische Aussichtsturm auf dem Klinowetz, dem Keilberg auf böhmischer Seite des Erzgebirges, wieder zugänglich. Wir erinnern in dieser Bergzeit daran und haben noch diese Themen. Alter Monat, Bilder aus dem Oktober in der Rückschau. Neuer Dienstgrad, Polizeidirektion mit Beförderungen in Marienberg. Und lange Zeit, Ausstellung zum Museumswesen in Aue. Glück auf! Die Tage werden kürzer, das nutzt mancher, um zu lesen. Und wer da in diesen Tagen mal in der vielleicht schon erschienenen oder bald erscheinenden November-Ausgabe seines Amtsblattes blättert, könnte, je nach Ort und Termin, schon auf die Ankündigung seines heimatlichen Weihnachtsmarktes stoßen. Zwar beginnt die Adventszeit in diesem Jahr so spät wie überhaupt möglich, weil der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, doch in 4 Wochen lädt in vielen Orten trotzdem schon der Weihnachtsmarkt ein. Und nochmal 3 Wochen später ist dann das Weihnachtsfest da. Die Weihnachtszeit ist ja im Erzgebirge eine ganz besondere. Und was hat das Erzgebirge noch so Besonderes zu bieten? Erzgebirge ist, wo mit der größten sparkassenhistorischen Ausstellung Deutschlands in Schwarzenberg ein besonderer Schatz zu Hause ist. Und das Sächsische Rotkreuzmuseum in Bayerfeld Sachzeugen aus über 150 Jahren Rotkreuz- und Sanitätsgeschichte aus der Militärmedizin und dem Rettungswesen präsentiert. Zu den Nachrichten. Jens Martin wurde von der Fachstelle Ehrenamt des Landratsamtes Erzgebirgskreis mit deren Monatspreis ausgezeichnet. Geehrt wurde der leidenschaftliche Blasmusiker für sein langjähriges und erfolgreiches Engagement und seine Verdienste um die Schalmeienkapelle Groß-Olbersdorf. Seit über 40 Jahren ist die Erfolgsgeschichte des Ensembles eng mit Jens Martin verbunden. Viele der heute aktiven Musiker hat der 58-Jährige selbst ausgebildet. Bis zu 30 Auftritte spielen des Schallis aus dem Erzgebirg pro Jahr. Die Zahl der Anfragen ist weitaus höher. Bürgermeister Uwe Günther schätzt sich glücklich, dass Groß-Olbersdorf ein so erfolgreiches und weithin bekanntes Musikensemble beheimatet. Seit 10 Jahren ist jetzt der historische Aussichtsturm auf dem Klinowetz, dem Keilberg auf böhmischer Seite des Erzgebirges, wieder zugänglich. Am 28. Oktober 2013 hatte sich eine lange Schlange von Menschen gebildet, die am Eröffnungstag die über 70 Stufen zur Spitze des restaurierten Aussichtsturms aus dem Jahr 1884 erklimmen wollten. In diesem Jahr war es laut Stadtverwaltung Boschida Gottes gab 27.000 Besucher, die zum 17 Meter hohen achteckigen Aussichtsturm gekommen waren. Die Touristensaison des Aussichtsturms Klinowetz ist jetzt beendet. Sie dauert immer von April bis Oktober. Beim LIDA Regionalmanagement Tour zum Erzgebirge können erneut Mikroprojekte im Rahmen des Ideenwettbewerbs Git Los, deine Heimat, dein Projekt eingereicht werden. Dazu bietet das Regionalmanagement am 7. November um 18 Uhr in der Geschäftsstelle in Oelsnitz-Erzgebirge eine Informationsveranstaltung an. Für einzelne Projektideen gibt es Preisgelder bis zu 5.000 Euro zu gewinnen. Insgesamt ist ein Budget von 30.000 Euro ausgelobt. Teilnehmen können Privatpersonen, Vereine, Initiativen, staatlich anerkannte Religionsgemeinschaften, Unternehmen, Kitas, Schulen oder soziale Träger.
Zu Liederregion Tod zum Erzgebirge gehören Stolberg, Oelsnitz, Lugau, Neukirchen, Jahnsdorf, Hohendorf, Niederdorf und Niederwürschnitz. Bis 12. November kann die aktuelle Sonderausstellung im Stadtmuseum Aue in Augenschein genommen werden. Diese ist mit Museumswesen in Aue 50 Jahre Museum in der Bergfreiheit überschrieben. Das 1973 als Traditionsstätte Erzbergbau geschaffene Museum befasste sich zunächst ausschließlich mit diesem Thema. Als Stadtmuseum Aue bekam die Einrichtung 1990 ein neues Profil. Geöffnet ist dienstags bis freitags von 10 bis 18 Uhr, sonnabends von 10 bis 16.30 Uhr und Sonntag von 12 bis 16.30 Uhr. Das Bergbaumuseum Oelsnitz-Erzgebirge lädt am 8. November gemeinsam mit seinem Förderverein zum letzten Bergmannsstammtisch in diesem Jahr ein. Beginn ist 18 Uhr im historischen Speisesaal des Museums. Referent an diesem Abend ist Klaus Leixenring. Er gilt als der Kenner der erzgebirgischen Volkskunst. Er ist Autor zahlreicher Fachbeiträge und Bücher zu heimat- und volkskundlichen Themen. Eines seiner Werke trägt den Titel Leuchterbergmann, Bergmannsleuchter, geschnitzt, gedrechselt, aus Masse geformt. Und genau zu diesem Thema spricht Leixenring im Museum. Neben historischen Zusammenhängen gilt das Hauptaugenmerk gestalterischen und technologischen Fragen, vor allem aber den Schöpfern der Figuren. Der Eintritt zum Bergmannsstammtisch ist frei. Wer zwischen Grünhain und Elterlein von der S-222 den Glasbergweg in Richtung Schatzenstein wandert, stößt im Zuge des Oswaldbaches nach kurzer Zeit auf diese Teichanlage im Wald. Zuerst sieht man von unten kommend die gemauerten Steintreppen, über die das Wasser talabwärts fließt. Zwei größere Teiche kommen danach ins Blickfeld. Sie sind so idyllisch und einladend, dass so mancher Wanderer an dieser Stelle den Weg verlässt. Zwischen den beiden kleinen Seen befindet sich ein weiteres Mauerwerk. Langsam aber stetig nimmt das Wasser auf seinem Weg auch dieses nur scheinbare Hindernis. Ja, noch passt das Wetter zum Wandern. Vielleicht waren die letzten Bilder ja die Inspiration, die es noch gebraucht hat, um sich auf die Socken zu machen. Noch zeigt sich die Natur herbstlich bunt. Voll drin im goldenen Herbst war der Oktober. Ist ein Monat vorüber, gibt es in der Bergzeit nochmal eine Rückschau auf einige Ereignisse. Das wollen wir natürlich auch mit Blick auf den Oktober so halten. In der ersten Woche der Herbstferien kam es im Oktober zu einem besonderen Arbeitseinsatz im alten Bergbaugebiet Kuttengrund. Im Waldgebiet zwischen Aue, Lösnitz und Bernsbach-Oberpfannenstiel waren Lösnitzer Schüler bei den Mitgliedern der Interessengemeinschaft Historischer Erzbergbau Lösnitz zu Gast. Gemeinsam wurde der Grabensteig bzw. der Wanderweg zum Eigenlöhnerstollen von Unrat und von alten Bäumen befreit. Spielfreunde heißt ein spielfreudiger Theaterverein in Stolberg. Theater, das Freude und Freunde macht, hat er sich auf die Fahnen geschrieben. Anlässlich des 5-jährigen Bestehens hatte man vom 5. bis 8. Oktober zu einem Festwochenende eingeladen. Ein Höhepunkt bei der Geburtstagsfeier war die Premiere des Stücks »Die purpurrote Blume« im Sport- und Kulturzentrum Turnhalle Mitteldorf. In der Klöppelschule im Schloss Schwarzenberg herrscht im Oktober reger Betrieb. Auch in der benachbarten Schnitzschule geht es ordentlich zur Sache. Die emsigen Frauen und Männer aus ganz Deutschland haben sich für einen Kreativurlaub im Erzgebirge entschieden. Im ersten Kurs gehen 28 Klöpplerinnen sowie 16 Schnitzer und 2 Schnitzerinnen 5 Tage lang der erzgebirgischen Handwerkskunst nach. Die zweite Woche verzeichnete 34 Teilnehmer, darunter auch ein Mann am Klöppelsack.
Bewaffnet war eine Abordnung aus der ungarischen Partnerstadt am Freitag, dem 13. Oktober, nach Schneeberg gekommen. Der militärisch traditionsbewusste Verein aus Veresegas hat auf seinem Weg zum Jubiläum der Völkerschlacht in Leipzig in der erzgebirgischen Werkstatt Halt gemacht. Bei einer Ehrenparade auf dem Schneeberger Markt mit Bürgermeister Ingo Seifert fielen vor dem Rathaus sogar Schüsse. In Bockau hat die Magister-Georgi-Körner-Gesellschaft am 14. Oktober zu einer Festveranstaltung eingeladen. Der Verein blickt dabei auf seine 25 Jahre währenden erfolgreichen Tätigkeit zurück und bedankt sich für die dabei tätige Mithilfe zahlreicher Personen. Die Körner-Gesellschaft Westerzgebirge ist nach eigenem Bekunden der einzige Heimat- und Geschichtsverein in Sachsen, der ein über die Hälfte selbst finanziertes Heimathaus, das Körnerhaus, unterhält. Hier befinden sich zwei Veranstaltungsräume, die für Vorträge und Ausstellungen genutzt und auch vermietet werden. Besonders einladend zeigte sich am 14. Oktober das Kundehaus in Jahnsdorf. Hier hat der örtliche Heimatverein sein Domizil. Eine Vernissage stand an, denn ins Kundehaus ist mit der Schau Jahnsdorfer Bilder erstmals eine Kunstausstellung eingezogen. Tobias Bilz, Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsen, ist am 19. Oktober auf besonderer Mission im Erzgebirge unterwegs. Im Kirchenwald bei Schwarzenberg werden Bäume eingesetzt. Die Baumpflanzung gehört zu einer Mitmachaktion der Kirche. Wir haben ja so ein Anschreiben gemacht an 9. und 10. Klassen. Das mache ich alle 2 Jahre. Da geht es natürlich darum, um Berufsorientierung, Zukunftsorientierung von Jugendlichen und die Frage von meiner Seite, was gefällt euch an Kirche und was meint ihr, muss geändert werden? Und da habe ich 500 Antworten bekommen, großartig. Und das Versprechen dahinter war, für jede Antwort wird ein Baum gepflanzt. Und deswegen sind wir heute hier. Der Stadtpark Schneeberg ist neu gestaltet worden. Wie Bürgermeister Ingo Seifert am 20. Oktober bei der Übergabe sagte, sind insgesamt 760.000 Euro in das Areal hinterm ehemaligen Krankenhaus geflossen. 2 Drittel der Kosten werden über Fördermittel finanziert. Schwerpunkte der Baumaßnahme waren die Wege, die Beleuchtung sowie der Stadtparkteich. Im Wald vor den Toren des Zwönitzer Ortsteils Brünnlos haben am 25. Oktober die Erzgebirgssparkasse und die Lotteriegesellschaft der Ostdeutschen Sparkassen gemeinsam mit Kommunalpolitikern und Verantwortungsträgern von Forstbezirk und Forstrevier sowie Vertreter der Stiftung Wald für Sachsen 1500 Bäume gepflanzt. Stürme und der Borkenkäfer haben in den vergangenen Jahren auch hier ihre Spuren hinterlassen. Auf dem Fichtelberg in Oberwiesenthal wird am 31. Oktober, dem Reformationstag, eine neue Friedensglocke geweiht. Sie ersetzt eine im Jahr 1920 gegossene Vorgängerglocke, die seit dem 3. Oktober 2010 regelmäßig auf dem Berg zu hören war. Durch Vandalismus wurde sie im Mai 2022 schwer beschädigt. Auch die Friedensglocke auf dem Fichtelberg ist gegen Vandalismus nicht gefeit. Immer wieder haben auch im Erzgebirge Kommunen, Firmen, Privatleute und nicht zuletzt die Polizei mit Zerstörungen zu tun. Das ist traurig. Wir wollen jetzt aber über ein freudiges Ereignis für einige Polizisten berichten. Eine Beförderung. Die hat die Polizeidirektion Chemnitz vor kurzem in Marienberg vorgenommen. Warum im Erzgebirge und nicht in Chemnitz? Dieser Frage sind unsere Marienberger Kollegen von Glück auf TV mal nachgegangen. Ich darf Sie ganz herzlich hier begrüßen in der Werkstatt Marienberg, in dem schönen Ratssaal. Der Oberbürgermeister hat mir gerade in Aussicht gestellt, dass er sich zum Ratssaal selber noch
Also gut, ich finde ihn sehr ansprechend. Ja, heute steht ein besonderer Tag für viele Polizisten an. Im Marienberger Ratssaal werden heute Beförderungen durchgeführt. Warum dieser besondere Ort? Der besondere Ort, das hängt damit zusammen, dass unser Polizeipräsident, der Herr Carsten Kempf, gerne möchte, dass die große Polizeidirektion Chemnitz einfach mal in all seinen Facetten Vielfalt, kulturelle Vielfalt und auch historischen Bezug kennengelernt wird von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und eine Beförderung hat natürlich auch immer einen besonderen Charme für die Kollegen. Das ist was Außergewöhnliches. Und da werden auch außergewöhnliche Orte in der Polizeidirektion Chemnitz gesucht. Und so ist man hier auf Marienberg gekommen. Das hat auch was, sag ich mal, mit den Sicherheitsabkommen der Polizei und der Kommunen zu tun. Man will die gute Zusammenarbeit auch würdigen zwischen der Polizei und den Kommunen. Und da geht man oder möchte man gerne in die Fläche gehen und was ganz Besonderes schaffen. Und so ist die Stadt Marienberg in den Fokus geraten. Und ich war beim Oberbürgermeister, beim Herrn Heinrich, und habe ihn gebeten, ob wir vielleicht den Ratssaal dafür nutzen können. Und er war sofort einverstanden. Vielen Dank dafür. Und ich denke, das ist eine super Sache für die Polizei in Chemnitz, also für alle in Chemnitz und natürlich auch für die Stadt Marienberg, die sich hier natürlich für uns als Polizisten präsentieren kann. Wie viele Kollegen sind denn dabei? Also heute werden 33 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten aus dem gesamten Bereich der Polizeidirektion Chemnitz befördert. Dazu gehören alle Revierbereiche in Mittelsachsen, alle Revierbereiche hier im Erzgebirgskreis, die beiden Reviere in der Stadt Chemnitz, genauso wie die Kriminalpolizei, die Verkehrspolizei und natürlich auch der Stabsbereich der Polizeidirektion selbst. Also doch eine recht große Anzahl von Leuten, die da sind. Korrekt. Alle reisen mit ihren, sag ich mal, Organisationsleitern an und das ist eine super Sache, ja. Nun gibt es bestimmte Voraussetzungen. Es wird ja nur nicht jeder befördert. Was gibt es denn für Bedingungen dazu? Also wir haben bei der Polizei ein Beurteilungssystem. Jeder Polizeibeamte, jede Polizeibeamtin wird alle 3 Jahre beurteilt und im Rahmen dieser Beurteilung werden Punkte verteilt und je höher man in den Punkträngen, sag ich mal, steht, umso eher hat man die Chance, befördert zu werden. Und trotz alledem bleibt eine Beförderung im Rahmen einer Laufbahn bei der Polizei immer was Außergewöhnliches. Es kommt also selten vor. Sie haben sich ja nur auch entsprechend qualifiziert. Was sollten andere Polizisten, die vielleicht auf dem Weg dahin sind, tun, um vielleicht selbst mal erfolgreich zu sein? Also das A und O ist gute Arbeit leisten. Ne? An allen, sag ich mal, oder in allen Bereichen, wo man tätig ist. Gute, nachvollziehbare, transparente Arbeit für den Bürger, für uns als Polizisten natürlich. Und dann wird über kurz oder lang sicherlich eine Beförderung irgendwo im Raum stehen. Ohne die gute Zusammenarbeit zwischen Polizei und Kommunen, auch mit dieser Sicherheitspartnerschaft zwischen ASKOM, aber das ist nicht alles, würde die Arbeit nicht funktionieren. Also wir sind alle, egal wo wir Polizisten sind, hier in der Polizeidirektion Chemnitz, gut vernetzt mit unseren Bürgermeistern. Die Bürgerpolizisten sind gut vernetzt in ihren Kommunen, breit gefächert. Also ohne denen würde es nicht laufen. Wieder geht eine Bergzeit zu Ende, die vom Donnerstag in der 44. Kalenderwoche. Schon Donnerstag und in dieser Woche waren wir noch gar nicht auf unserer 100-Hunzer-Runde. Das müssen wir am Freitag unbedingt nachholen. Außerdem lernen Sie in der nächsten Sendung einen Sturmlaternensammler kennen. Also bis zur Freitagbergzeit, die Sie ja auch übers Wochenende sehen können. Glück auf! Nach einem grandiosen Konzert in Aue kommt er jetzt nach Klaffenbach. Samuel Rösch. Und es ist immer schön, nach Hause zu kommen. Ich bin Erzgebirger, in Annaberg geboren und 20 Jahre lang in Krosigkeswalde gewohnt. Doch ich will mit dir das Gute sehen, durch die dunklen Wolken schauen. Ich finde immer, dass die Songs für sich sprechen sollen und ich gerne ein Angebot hinstelle für die Sachen, die ich erlebt habe. Und genau, damit bin ich unterwegs. Der Gewinner von Voice of Germany 2018 gastiert am 16. November 2023 in der erleuchteten Kreuzkirche von Klaffenbach. Ein Musikereignis mit ganz besonderem Flair. Karten jetzt auf lec-ticket.de. Machen Sie den Dienstag zu Ihrem Glückstag.
Mit Pay and Win Ihrer Sparkasse haben Sie jede Woche die Chance auf bis zu 3.000 Euro. Die Teilnahme an Pay and Win kostet Sie nichts. Gehen Sie einfach auf payandwin.de. Registrieren Sie sich mit Ihrem Sparkassenkonto und bezahlen Sie so häufig wie möglich bargeldlos. Und schon nehmen Sie automatisch jede Woche an der Gewinnziehung teil. Pay and Win. Ganz schön clever. Wir haben dafür gesorgt, dass Sie in Verbindung bleiben. Dass unsere Kinder weiterlernen können. Dass Sie Ihre Geschäfte erledigen können. Wir haben Sie entspannen lassen. Spielen lassen. Haben Spaß gebracht und manche Langeweile bekämpft. Dafür haben wir uns richtig krumm gemacht. Für Highspeed-Internet bei Ihnen zu Hause. Über Ihr Fernsehkabel mit KM3. Bestellen Sie jetzt Ihren Anschluss an die Zukunft mit KM3. Verfügbarkeit, Beratung, Tarife und Bestellung auf km3.de, per Telefon oder bei einem unserer Servicepartner vor Ort. KM3, Ihr Anschluss an die Zukunft. Mit dem Kajak auf dem Wasser, das bedeutet Freiheit für mich. Noch vor 3 Jahren haben mir Gelenkschmerzen in meinen Schultern richtig zu schaffen gemacht. Ein guter Freund hat mir dann Rosaxan empfohlen. Das hat richtig gut geholfen. Und jetzt kann ich wieder kraftvoll paddeln und die Natur genießen. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Nun sind sich Hertha und Karl einig. Es ist Zeit für einen neuen Bodenbelag im Wohnzimmer. Und für neue Gardinen. Also ist es Zeit für einen Anruf bei TTM. Das Ehepaar einigt sich mit der freundlichen Beraterin Antje von TTM auf einen Beratungstermin bei Ihnen zu Hause. Hallo, da sind wir, das TTM-Team. Frau Wunder, Erik Lesser, darf mal reinkommen. TTM bietet einfach alles rund um Boden, Wand und Fenster. Und auf Wunsch auch den kompletten Heimservice. Anruf genügt und TTM kommt. Von der Auswahl über das Aufmaß bis zur kompletten Montage und dem Verlegeservice. TTM steht Ihnen zur Seite. Nähen, dekorieren und verlegen. Alles mit drin. Und TTM ist stolz, ab sofort einen Unterstützer in seinen Reihen zu haben, der als Doppelweltmeister im Biathlon und fairer Sportsmann sein Leben lang für Werte einsteht, die sich auch TTM auf die Fahnen geschrieben hat. Mit Herzblut bei der Sache, ganz oder gar nicht. Zielsicher und mit ruhiger Hand. Immer mit Fairplay und der richtigen Bodenhaftung. Das können die Mitarbeitenden von TTM. Und bieten alles für ein schönes Zuhause. Und das immer mit einem Lächeln. Ihr Erik Lesser. Für ein schönes Zuhause, TTM. Sie sind kreativ, interessieren sich für Medien und haben Lust auf berufliche Veränderung? Kabeljournal sucht Medienberater für das Erzgebirge und das Umland zur Weiterbildung in den Bereichen Print, Fernsehen und Online-Social Media. Bewerbung einfach per E-Mail an büro@kabeljournal.de. Medienberater, ein vielseitiger, sicherer und interessanter Job bei Kabeljournal ErzTV. Heimat, Wissen, aktuell.